Hallo, herzlich willkommen bei Simone Stempel mit dir. Jetzt komme ich zu meinem 9. Teil. Wie ihr meine Stimme vernimmt, es wird irgendwie nicht richtig besser. Also musste ich alles überdenken mit meinen Plänen und so weiter. Auf jeden Fall habe ich eine Kleinigkeit für euch hier. Man kann, sollte es eigentlich sehen können, aber es steht halt unten vor euch. Und so richtig erkennen kann man es nicht. Aber ja, ich habe einfach mal was ausprobiert. Ich habe so viele Sachen hängend gesehen und habe gedacht, warum nicht auch mal einen Stern? Allerdings lässt er sich nicht so einfach so aufhängen, weil er sich dann verändert. Ich drehe es jetzt mal um. Das ist dieses Teil, was ich zuerst gemacht habe. Immer aus extra starken Flüsterweißkarton. Die anderen sind doch ein bisschen zu schlabberig. Und ihn hier habe ich sogar bestempelt. Allerdings muss ich ganz ehrlich gestehen, gefällt mir der ganz schlichte eigentlich viel besser. Und ja, ich habe einfach mal ausprobiert und dann mit so einem Zwischenbalken kann man dann so wunderschön eine Lampe mit reinsetzen, ein LED-Licht. Ja, ob das jetzt nun glänzt oder wie auch immer, ist nicht so entscheidend, aber es steht. Ich habe es gestern Abend, wo wir Besuch hatten, habe ich da mal kurz vorher dran rumgetüftelt und dann habe ich es nachher dahingestellt und das stand wunderbar. Ich hatte das Bunte, habe ich danach gemacht. Aber ich muss sagen, es sieht ja wunderschön aus. Ich habe auch ein Foto dazu gefertigt. Kann man dann auf dem Blog sehen, das Bild. Ja, irgendwie interessant, oder? Dass es dann doch so stehen bleibt. Klar, ist natürlich eine gewisse Stabilität drin. Zwischendurch ist dann mal so richtig zur Seite geneigt, aber dieser Bereich, der bleibt schon zusammen. Wenn man es dann ganz gut geknickt hat, dann bleibt es komplett stehen. Wunderlang, erstaunlich. Ja gut, wir werden es dann einfach mal zusammen fertigen. Dazu braucht ihr, wie gesagt, ein Karton in Flüsterweiß extra stark, genauso wie meine wunderschönen Dreiecke, die ich schon gemacht habe. Dann braucht ihr den Papierschneider. So, habe ich hier noch den Rest von dem ganzen Papier. Und auch wie bei meinem Dreieck. Oh oh, da hat sich ganz schön was gesammelt. Erstmal sauber. So. Damit das nicht im Weg ist. Eine eher hartnäckigere Erkältung. Aber gut, wird auch irgendwann weggehen. So. Die Streifenbreite ist 2,5 cm. Und jetzt gucken wir mal sofort nach dem, das ist 1 Inch. Legt ihr das an? Und davon brauchen wir 2 Streifen, 3 Streifen sogar. Einen kriegen wir noch raus. Das ist. Gucken, ob das noch glatt wird und gleichmäßig. Müssen wir hier unten mitgucken. Wenn ihr dann anlegt, ist wichtig hier unten zu kontrollieren, weil der hat ja nicht mehr viel Fläche, um hier unten, um das hier oben anzulegen. Also. Oben und unten schauen. So, den Finger nach hier hin. Da könnt ihr es festmachen und dann reicht euch das durch. Der eine Streifen. Ich nehme jetzt mal nicht den, sondern ich habe hier einen Rest. Und zwar. Ich muss mal eben was kontrollieren von meinem Streifen. Genau. Ihr macht hier eine Faltlinie.
auf 1 cm. Die nächste bei 7,5 cm sein, also 8,5 eine Falzlinie. Und bei 9,5 schneidet ihr einfach ab. So. Das ist das Zwischenstück. Das ist der hier. 7,5 ist das hier breit. Gehen wir uns zur Seite. Dann kommen wir zu den Streifen, die wir bearbeiten müssen. Eine Kante ist 5 cm hier. Aber ich fange nicht bei 5 an, sondern als erstes mache ich 1 cm. Dann habt ihr danach 6. Damit ihr immer auf die 5 kommt. Dann bei 11. Dann 16. Ausschlagen. 21. Und 26. Und dann legt er nochmal 1 cm bei 27 an. Und da schneidet er dann ab. Mal das knicken. Ich dachte das schon hin. So. Die Kanten übereinander sind. Die beiden noch nicht. Und da haben wir schon den ersten Ansatz von Stern. Dann haben wir hier unser anderen Streifen. Moment, ich weiß nicht, ob wir ihn brauchen, obwohl wir dann da ansetzen und da, ne, machen wir erstmal direkt 5 cm, 10, 15, dann 25. Und das Stück reicht nicht mehr aus. Schaut. Da schneiden wir dann bei 26 ab. Das habe ich jetzt mal da geknickt. So, jetzt halten wir uns aneinander. Ich will den jetzt da dran machen. Je nachdem, wie du das aufstellst, so gucken, ob du das jetzt nach außen machst oder nach innen. Je nachdem, wo das Knick danach ist. Wir machen das jetzt mal so. Dann ist dieser Bereich nachher weg. Also knicken wir uns dann nach innen. Können wir uns das jetzt ankleben? Ich will es ja da dran haben. Mit dem Flüssigkleber. Nehmen wir uns das jetzt einmal auf. Und dann wird umgeschlagen.
An, ob das ausreicht. Vielleicht mal, wenn ich das da hin mache. Oh, ja, super. Wie hat es beim letzten Mal nicht geklappt, dass ich mit zwei zurechtkomme? Das habe ich irgendwie wo falsch hingelegt. Ja, das ist ja super. Da habe ich es gehört bei beiden. Machen wir den, schneiden wir ab. Und dann setzen wir den nach innen. Na, dann suchen wir es. Ja, super, perfekt. Aber den extra Streifen brauchen wir auf jeden Fall, weil wir ja das Zwischenteil reinsetzen. Ne? Da ist es. Und da macht ihr euch jetzt Kleber drauf. So, an beiden Teilen. Genau da, wo die Kante ist. Dann ist sie völlig abgedeckt. So. Dann ist eigentlich schon fertig. Laut. Dass es nicht ganz so stabil ist. Dann mal so ein bisschen Falten hin und her. Und dann, jetzt gucken wir mal. Ja, steht wunderbar. Ja, ihr könnt es, statt es natürlich dann direkt zusammenzusetzen, könnt ihr ja auch noch ein bisschen abstempeln. Oder macht euch etwas Hübsches da dran. Bisschen Glitzer, weil davon, die gibt es ja in verschiedenen Farben. Dann kann man dann vielleicht auch mal wechseln. Irgendwie habe ich den roten nicht gefunden. Tja, jetzt geht es doch schneller als gedacht. Mache ich es aber mal dran. Einmal drum wickeln. Dann den anderen. Glitzert er auch nochmal dazwischen. So. Ja. Mal gucken, wie das Ganze hält. Das ist jetzt ganz spontan bei mir gekommen. Jetzt schauen wir mal, ob wir das noch hinrichten können. Aber man kann es ja auch noch mal befestigen. Oh. Ja, man muss es befestigen. Ja, genau. Das war der Punkt. Es rutscht dann runter. Jetzt ist es auf die andere Seite gerutscht. Einmal drehen. Okay. Und den nehme ich ja dran. Aber befestigt euch das. Ich habe gedacht, mit so einem Mini-Teil. Mhm. Ja. Ja, was? War's heute. Klein, aber fein. Bei Simone Stempel. Ich wünsche euch, ja, viel Erfolg bei euren Vorbereitungen und werdet nicht krank. Genau, dass ihr mit euren Lieben noch ein bisschen vorbereiten könnt. Und wir sehen uns einmal noch im Video. Ja, und ja, dann steht er auch schon Heiligabend vor der Tür.
Ihr wart ja bei Simone Stempel mit dir. Bye, bye.